Gucken wir mal hier in die Bibliothek. Diese beiden sind so wie Tag und Nacht, hä? Wir können auf jeden Fall auf Brooks Wutkraft lesende Aura uns verlassen. Oh. Dann bin ich, Librins, was? Dann nehme ich, Librins, liebevolle, nee, lustige Suche nach neuen Geschichten. Ihr seid beide doch nur Nerds. Also das Buchtitel habe ich auch nicht ganz verstanden. Also manchmal ist echt hier das Englisch doch ein bisschen sogar für mich, bisschen kompliziert. Ich bitte das zu entschuldigen. Hey, liebe Decker, es ist so gut, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich schaue nach dem Buch Die 20 Wege von... Warte, warte, das ist Brooks Job. Ich bin hier nur der Kopf von der Entdecker-Faktenjagd. Du jagst Fakten? Aber Fakten kann man gar nicht hauen. Bitte erzähl uns mehr. Okay, yay. Pass auf, es ist ganz einfach. Diese Welt ist gefüllt mit Entdeckungen. Ich bin sicher, ihr habt auch schon mindestens eine entdeckt. Super spezielle Plätze. Super besondere Plätze. Und wenn ihr diese Entdeckung spendet, wenn ihr diese Entdeckung... wenn ihr diese... Info über Entdeckung dann hier in der Bücherei spendet, dann werden wir euch dafür belohnen. Okay, abgemacht. Wie viel Info wollt ihr denn haben? Die Bücherei wird euch für jede fünfte Entdeckung belohnen. Unter den Belohnungen sind Bären, Medaillen und andere Goodies. Also wird es wohl ganz gut sein, hier immer öfters mal vorbeizuschauen. Es ist wie ein lustiges Schulspiel. Ich bin dabei. Und natürlich sind wir dabei, aber... Aber könnten wir jetzt bitte dieses Buch suchen? Nö. Tch. Wie viele Discoveries haben wir denn? Dies ist die Bücherei. Ein See der Weisheit. Geschichte in Seitenform. Wir müssen in einiges aufarbeiten. Ich wundere mich, ob es hier vielleicht magische Bücher gibt. Nein, 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 das war ja falsch. Wo sind nochmal die hier sind Discoveries, ne? 1, 2, 3. Natürlich haben wir. Ah ne, wir haben ja sogar. Ah, The Ends. Der aktuelle Herrscher des Ameisenkönigreichs ist Königin Elisand II. Die Ameisen waren eine der ersten, die sich in der an dem Ort niedergelassen haben, der bekannt werden wird als Bulgaria. Und als solche ist ihr Königreich eins der mächtigsten. Das ist jetzt wieder tarnischt. Ah, okay. Durch die Kontrolle der
Dadurch, dass die Königin die Kontrolle über den größten Teil der Wirtschaft und der Territorien im Süden von Bulgaria hat und dadurch, dass die Königin. Alter, nein, ich bin so doof, ey, sorry. Durch die Kontrolle der größten Anteile der Wirtschaft und der Territorien im Süden Bulgarias hat die Königin die Beziehungen zu den Termiten und zu den Wespen ohne irgendeine Erklärung geschlossen, also beendet. Etwas, was das friedliche Erbe ihrer Mutter leicht angeschlagen hat. Des Weiteren hat sie Marienkäfer aus der Hauptstadt verbannt, nachdem es einen riesigen Skandal gab. Dies gekoppelt mit ihrer Strenge hat dazu geführt, dass viele sie inzwischen nicht mehr mögen. Und manche sagen sogar, es gibt im Untergrund Treffen, welche über sie diskutieren. Genau, haben sich gebildet. Mein Gott, ey. Boah, ich. Der raucht halt echt ein bisschen der Kopf. Der aktuelle Herrscher über das Bienenkönigreich, Königin Bianca. Die Bienen siedelten in Bulgaria kurz nachdem die Ameisen es taten und bauten ihren Bienenstock als den größten Platz im Land, um über die ganze Welt von oben zu schauen. Als eine der jüngsten Königin herrscht Bianca noch nicht für allzu lange Zeit über das Bienenkönigreich. Allerdings mit ihrem Fokus auf technologischen Fortschritt und auch hohe Meinung der Kunst führte dazu, dass sie eine der meistbeliebtesten Herrscher im König der Geschichte des Königreichs ist. Dadurch, dass sie kaum Streitkräfte haben, sind sie und Elisand die Zweite auf sehr freundlichen pflegen sie eine freundschaftliche Beziehung. Und sie gibt Elisand oft ihren Rat, wenn sie nach ihrer Meinung gefragt wird. Als Zeugnis der harten Arbeit der Ameisen steht das Schloss im Zentrum des Ameisenkönigreichs. Später wurde entdeckt, dass es über einer alten Kristall über einer alten Kristallader gebaut wurde, was dazu führte, dass vielerlei Ameisenminen gegründet wurden. Allerdings sagen auch manche, dass Elisand darüber schon die ganze Zeit Bescheid wusste. Ja, die Königin ist mir nicht koscher, möchte ich sagen. Hey ihr! Na, seid ihr gekommen, um Entdeckung einzureichen? Dann schaut, lasst mal schauen, wie viele ihr habt. Sieht so aus, als ob ihr sieben
Entdeckung so bisher habt. Also bekommt ihr, habt ihr genug für die nächste Belohnungsstufe. Bitteschön, 20 Bären. Das wär's erstmal. Kommt zurück, wenn ihr noch weitere Entdeckungen gefunden habt. Hey! Was wollt ihr? Wir würden gerne ein paar Geschichtsbücher lesen, wenn es möglich ist. Die sind verloren gegangen. Verloren? Wie ist das möglich? Wir haben sie im Bienenkönigreich ausgeliehen. Allerdings wurde die Karawane von Banditen angegriffen. Nun sind sie ins ganz Bulgaria verstreut. So, also was könnten wir denn da machen? Naja, wenn ihr irgendwelche findet, dann macht bei dem einfacher und bringt sie bitte her. Dann wäre es euch auch möglich, auch die zu lesen. Die haben Nerven, ey. Die wollen einfach, dass wir die Aufräumarbeiten für sie machen. Umsonst. Na, trotzdem ist das wichtig für Life. Lass uns das einfach aushelfen. Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Ja, aber da oben ist noch nicht empty. Ja. Ihre Lesegeschwindigkeit ist ganz schön beeindruckend. Die Blumen, in denen wir leben. Oh Mann, ich wollte mir das auch kaufen. Oh Mann, das ist ganz schön langweilig. Du liest uns durch? Es ist das von dieser vielversprechenden Biene. Das erste Buch von dieser vielversprechenden Biene. Ich meine, sogar wenn sie noch nicht an ihrem Werk wirklich gefeilt hat, würde ich doch ganz gerne wissen, was ihre Anfänge waren. Naja, wenn du wirklich, wenn dir so viel daran liegt, dann bitte. Okay, okay, ich mag sie jedenfalls nicht. Oh, hallo, seid ihr Entdecker? Ihr schreibt bestimmt Spionageberichte und Notizen über andere Teams von überall in eurer Bücherei, nicht wahr? Ach so, in unser Logbuch. Ach so, ja, ihr schreibt bestimmt eure Spionageberichte in eure Bücherei, ne? Das ist nämlich sehr gut. Man braucht den gleichen Gegner nicht zweimal ausspionieren, wenn man seine Gedanken direkt aufschreibt, oder? Oh, live? Live, was los? Tut mir leid, ich habe nur auf das Herrns Geek-Energie reagiert. Na, pass du wohl auf, dass du nicht mit unserer Sorge um dich spielst, Mann. Die Bücherei des Ameisenkönigreichs beinhaltet die besten Bücher, die in unserer Zeit veröffentlicht wurden. Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Schlechte Bücher werden einfach weggeschmissen und vergessen. Ach so, nur die besten Bücher. Ja, das ist natürlich echt ein bisschen traurig. Ich frage mich, ob es da hinten die andere, ob das die alte Ameisenkönigin ist, die Dame auf dem Bild. Ja, hier kommen noch Ameisen lang. Oh. Oh, wir können die Mine. Was ist denn wie? Dies ist eine Minenarbeiterbiene, nicht wahr? Ja, sieht so aus. Aber sie arbeitet hier gar nicht in der Mine. Ich meine, sie leitet Leute nur in die Mine. Es ist so, als wenn du studierst, ein Koch zu werden und dann in der Bank arbeitest. Jetzt hast du mich dazu getrieben, dass sie mir leid tut.
Ey, jetzt seid mal nicht so zwei, ihr zwei. Vielleicht mag sie einfach auch keinen Bergbau. Und dies hier ist ihr Traumjob. Ich denke, wir werden es nie erfahren. Hey, ihr Entdecker! Wenn ich ihr wärt, würde ich auf jeden Fall mal die Minen besuchen. Ist zwar eine Arbeit, die noch. Ja, it's a work in progress, but. Aber es wird sich stetig verbessern. Also, es war hier noch ein Prozess, der noch nicht passiert ist, aber es wird immer weitergehen. Diese Bergbauer sehen echt cool aus. Viel cooler, als sie aussehen müssten. Ja, vielleicht mögen sie einfach ihre Arbeit auch einfach stylisch zu erledigen. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen an unserem Style arbeiten. Hey, ihr seid das Team, welches das Artefakt von Schlangenmund zurückgebracht hat, nicht wahr? Ich bin der Aufseher hier in den Minen. Wir graben Tunnel, die komplett ganz Bulgaria durchqueren, um das Leben für jeden einfacher zu machen. Aktuell können Entdecker nur die Tunnel benutzen, die wir fertiggestellt haben. Achso, nee, dürfen nur Entdecker unsere Tunnel benutzen. Für die Öffentlichkeit sind wir noch nicht offen. Allerdings haben wir dort draußen jemanden, der sie öffnen sollte, aber sie ist ganz schön unzuverlässig. Wir sind schon längst hinter dem geplanten Zeitplan. Wir hängen schon längst im Zeitplan hinterher. Ich hoffe, die Königin wird nicht wieder sauer mit uns. Okay, sag ich zu allen. Was hat Elisente denn bloß vor mit diesen ganzen Tunnels? Na, es sieht mir so aus, dass die Königin hofft, dass wir die vielen Teile von Bulgaria mit diesen Ameisentunneln verbinden können. Ja, damit können wir dann Quests innerhalb von kurzer Zeit erledigen. Ja, ich hoffe nur, dass es nicht noch irgendein anderes Motiv hat. Ein tiefgreifenderes Motiv. Ein Ameise allein hätte das nie alles schaffen können hier. Das ist die Schönheit an Teamwork. Oder schön an Teamwork. Bleibt zurück! Wenn ich euch verletze, während ich diese Spitzhacke hier schwinge, kriege ich wieder Ärger mit dem Boss. Aha. Ich bin ganz schön K.O. Lass uns mal ein bisschen rasten. Das ist der Pausenraum für die Miner. Für die Bergbauer. Ich hasse die Metallinsel. Mir wird noch nicht mal genug bezahlt, um da mir das Essen zu leisten zu können. Das Graben ist eine Sache, das ist eigentlich relativ leicht. Allerdings dann den Eingang zu bauen mit all dem Gras und so. Ja. Ich habe mit der Bauernarbeit aufgehört, um in den Bergbau einzusteigen. Aber vielleicht war es nicht meine beste Entscheidung. Hat er da eine Quest? Ob es wirklich so eine gute Idee ist, da drüben zu graben? Ich hoffe, da kriegen wir keine Probleme mit.
Der Tunnel zur aufsässigen Wurzel geht gut voran. Ich befohle, dass sein Ausgang dann direkt neben dem Bienenaufzug sein wird. Bin ich wirklich der Richtige dafür, um an diesen unheimlichen Platz zu graben? Ja, ist natürlich gerade erstmal ein bisschen viel Story hier und viel Gelaber, wie es halt für so ein Rollenspiel auch mal zwischendurch üblich ist. Aber ich gehe davon aus, dass wir uns gleich auch noch mal ein paar actionreicheren Parts zuwenden.